Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Das ist jetzt der sechste Tag, also noch nicht, ich spule jetzt gleich vor, zwar jetzt. Und das ist wieder ein blöder Mischwettertag. Wieso jetzt so viele Mischwettertage? Ja, wieder nur 96.000 XP und 199.000 Cash. Ja. Vom Level her, ja, wie im letzten Ende des Videos schon gesehen, bei ungefähr 80%, etwas drüber vielleicht, 81, 82%, vielleicht sogar 83, so genau kann man es hier nicht sehen. Und, achso, ich wollte gucken, warum das Wetter jetzt hier, aha, es gab diesmal gar kein solches Wetter, Emmy. Haben sie komplett schon wieder durcheinander geworfen, alles mit dem letzten Wechsel. Also Realtime-Tageswechsel. Habe ich hier drei üble Tage hintereinander. Erster Auswurf schon mal nix. Oh, wie weit ist denn das Boot schon wieder abgetrieben hier? Naja, klar. Warum auch kein Fehlbiss? Warum sollte auch mal einer beißen? Wäre er Schwachsinn. Fehlbiss ist doch viel plausibler. Ja, klar, Fehlbiss. Yippie. Mehr davon.
Und dann fängst du natürlich mit dem Jungen an. Ja, je näher wir am Level 80 rankommen, desto schlechter wird's. Die Bisse werden weniger werden und die Fische immer kleiner. Kennen wir ja schon. Ja. Mein Vorfall ist schon rot. 32% nur noch. Sorry. Oh, wo will der hin, ey?
Wenn ich kurbel, ist die Spannung fast nur auf halb und sobald ich loskurbel, ist sie sofort ganz oben. Ey. Was ist das für ein Schwachsinn hier? Manchmal echt. Oh, da haben wir den Einzigartigen schon mal. Meine Herren, ey. Manche Fische. Sind so übelst einzudrillen, ey. Jetzt passiert hier natürlich stundenlang nichts, wollte ich gerade sagen. Aber das ist selten, dass gleich nach einem Einzigartigen nochmal einer beißt. Aber wenn, dann sowieso nur ein Baby. Läuft doch. Baby Barsch.
245 Kilo, also noch 60, 70 Kilo, bevor wir auf den Nachmittag vorspulen können. Und noch ein guter Normaler mit über 70 Kilo oder zwei Babys. Und jetzt natürlich ein Trophy noch. Zwischen 80 und 140 Kilo. Der macht so ein Terz, ey. Und es ist nur ein Baby. Ja, alles da. Bis auf 3 Meter ran und dann plötzlich auf 14 Meter weg. Innerhalb von 2, 3 Sekunden. Oh, nun komm, mach nicht so Blödsinn hier. Das war sowieso wieder nur ein Baby. Was so tut, als wäre es ein großer.
Er will mich richtig trollen, ey. Immer auf 3 Meter und dann haut er wieder ab. Jetzt komm her hier. Meine Herren, ey. So ein Fickfisch, ey. Zeit vorspulen. Und hoffen, dass ich diesmal noch einen zweiten einzigartigen bekomme. Den ich bis jetzt in allen 5 Tagen nicht bekommen habe. Ich hoffe jetzt am 6. Tag, dass es endlich mal klappt hier. Der ändert schneller die Richtung, als ich die Richtung mit dem Boot ändern kann. Jetzt hat er schon wieder die Richtung geändert. Und bis ich mit dem Boot nachgesteuert habe, ist er schon wieder in der nächsten Richtung unterwegs. Ja, aber klar. Kann er mal aufhören, die Richtung so schnell zu wechseln? Schon wieder. Keine 5 Meter geht er in eine Richtung, ey. So. Mann, 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 Mann. Nervige Mistviecher. Dass man hier aber auch nicht weiter ranfahren kann, irgendwie. Die Sperre hätten sie da hinten machen können, kurz vom Wasserfall. Aber doch nicht 10 Kilometer vom Wasserfall entfernt. Ey. Da, wo die Fische sich am meisten aufhalten, in dem Gebiet, da kann man nicht hinfahren. Da wird man ja hier von einer unsichtbaren Mauer aufgehalten, was auch völliger Schwachsinn ist. In der Natur gibt es keine unsichtbaren Mauern. Ja. Ja, genau. Jetzt wieder nur noch Fehlbisse. Ich muss mich wieder anders hinstellen.
Es hat so nichts, wenn man so blöd da vorwärts steht. Dann ist man zwar bereit für die Richtung, die er geht, ohne dass er da leicht hat, die Bremse zu überwinden. Aber wie man es dreht und wendet, irgendwie, man hat immer irgendwelche Nachteile, selten Vorteile. Einzige Vorteil ist dann mit dem Anker. Wenn man nur Fische fangen könnte, wenn der Anker geworfen ist, dann wäre man völlig am Arsch mit den Fischen hier. Dann würde man für jeden Fisch Stunden brauchen für den Drill, statt Minuten. Dass wir einfach rückwärts ziehen, bis er die Richtung ändert. Dann gehe ich vorwärts. Ne, ändert er sofort die Richtung. Habt ihr gesehen? Ja, und sobald ich jetzt vorwärts steuere, zack, ändert er sofort wieder die Richtung. Ne, diesmal nicht. Wieder nur so ein Baby, der so einen Stress macht.
Elvis. Ja. Im Moment arbeiten sie wieder komplett gegen meinen Rhythmus, die Scheißfische. Ja, genau. Der hatte eindeutig gebissen. Und genau in dem Moment, wo ich den Anschlag setze, so butterweich weg vom Haken. Wieder einen halben Kilometer weg. Ja, genau. Wieder nur noch viel Wissen. Zum Aussteigen muss jetzt auch wieder der einzigartige bleiben. Oder wenigstens großer Trophy. Für die ganzen viel Wissen. Ja, und wieder ein Fehlbiss. Jetzt habe ich schon wieder nur noch Fehlbisse. Ich brauche gleich erstmal eine Fishing Planet Pause. 6 Folgen hintereinander aufgenommen jetzt hier. Dieser 13 Meter Fisch ist auch lange nicht mehr da gewesen.
Dass hier schon wieder gar nichts mehr beißen will. Nervt. Man muss echt mal erst losmeckern, bevor hier mal wieder was passiert. Das ist sowieso nur ein Baby, oder? Nö, ein Trobi. Darf nicht warten, Schwein. So, ein Fisch noch und dann ist auch gut wieder für dieses Video. Und nach so langer Flautephase und Fehlbisse hätte ich eigentlich mit dem Einzigartigen gerechnet, nicht nur mit dem Trophy. Ja. Jetzt kommen wieder nur noch Fehlbisse, weil ich nur noch einen Fisch brauche, den Kescher voll. Aber es ist 14 Uhr ist. Das Spiel könnte es jetzt sozusagen bis heute Abend verzögern, den letzten Fisch zu geben, wenn Kescher voll. Theoretisch. Passiert zwar selten, aber es kann passieren. Ich habe schon gehabt, dass mir noch ein Fisch fehlte, frühen Nachmittag, und der letzte Fisch dann erst am Abend gebissen hat. Nee, will nichts beißen. Werfen wir nochmal dahin, lange nicht hingeworfen. Ein Fehlbiss. Wie soll es auch anders sein? Immer der letzte Fisch. Lässt auf sich warten. Oder viel besser. Eins von beiden, entweder gar nichts oder viel besser. So nervig.
Einfach nur nervig. Auch lange kein Biss mehr da hinten im Mittelwasser gehabt. Immer nur noch hier vorne zwischen 28 und 13 Meter. So wie jetzt. Boah, endlich. So, schauen wir mal wieder nach. Was wir jetzt hier im Kescher haben. Boah, diesmal waren es aber viele Fische. 2, 4, 6, 8, 9 Stück gebraucht, um den Kescher voll zu kriegen. Weil 1, 2, 3, 4, 5 Babys. Ein normaler nur, zwei Trophys und ein einziger. Den gibt auch nur 179.000 diesmal. Sorry, das wird immer weniger. Hier, dichter Mann. An Level abkommt, desto seltener sind die Bisse und desto kleiner werden die Fische, damit man ja nicht fertig wird. So, gucken wir, was an XP gegeben hat. Nee, nicht die. Jedes Mal drücke ich wieder die falsche Taste. Ja, und wieder dieses. Ach so, diesmal ist das ganz blöde Wetter, ne? Gucken wir kurz. Ja, diese blöde Wetterkurve. Da beißt er so gut wie gar nichts. Bin am überlegen, ob ich da in die Nacht gehe. Obwohl, ich kann ja hier anfangen. Wie weit kann ich denn vorspulen? Bis 14 Uhr. Ich würde hier noch die Zeit verstreichen lassen bis 15 Uhr. Dann seht ihr die XP erst wieder im nächsten Video. Bis dahin dann. Tschüss.